der ist auch eine Erzählung. Ja, absolut. Ja, aber macht sie beim Spannend oder was? Das ist uns noch peinlicher. Das war gut. Ich hatte sie nicht hier. Also Gustav ist in seinem Hotelzimmer beim Playboy runtergefallen. Ja. Dabei hat er aus dem Fenster reingeguckt und hat schräg gegenüber. Genau die gleiche Stellung wie Nein, also wir standen so, also Gustav hat es ja entdeckt, hat es auch aufmerksam gemacht. Du, ja. Tom, du warst das. Du bist auf der Terrasse lang gegangen und hast dir das Hotelzimmer abgesucht. Also im Endeffekt, also es fing an, es war, also es ist ganz harmlos, es stand ein Prinzip so einem Waschbecken. Richtig. Es stand ein Mann, nein. Es stand ein Mann am Waschbecken und er hatte sogar noch einen Schlüpfer an. Oh, eh, aber so ein Grettchen mit Baumwollschlüpfer. Sonne an die Bohne und Grabbeltisch. Ja, wir haben gedacht, der wäscht sich oder so, weil der stand direkt am Waschbecken. Ja, und dann auf einmal sehe ich aber die Beine um ihn so rumschlingeln. So. Und dann habe ich mich schon so gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht's los. So, schön und dann vom Waschbecken runter und die üppigsten Zehen schön auch im Stehen. Ja. Und dann ging es los. Aber die haben auch alles immer da nebenbei so ein Buch gehabt, kann man suchen, welche. Komplett, die haben alle Stellungen ausprobiert. Und vor allem das Geile war ja, die waren ja erst im Stehen, so mitten im Raum. Und das Bett stand quasi direkt am Fenster. Und die dachten immer so, ey geil, wenn die jetzt noch aufs Bett gehen und dann so richtig schön von hinten und alles. Und wir standen direkt wie so schön aufs Bett. Und zack, lag sie auf dem Bett. Und alle Stellungen, alle. Keine ausgelassen. Ich glaube, es waren knappe 2 Stunden. Schönes Pay-TV-Programm. Wir total durchgefroren auf dieser Also echt, wir standen auf der scheiß Terrasse da oben, waren schon total durchgefroren. Aber wir konnten uns einfach nicht abwenden von diesem Bild. Und ja, das Geilste war ja, am nächsten Morgen irgendwie... Warte mal, die haben uns doch dann erwischt. Warum haben die uns denn erwischt? Ich weiß nicht mehr. Ja. Genau. Gustav war der Einzige, der sich traute, dann auf dem Zimmer anzurufen. Also wir haben dann praktisch die Hotelzimmernummer rausgekriegt, haben ihn angerufen und der Typ hat sich nicht gehört. Dann haben wir weitergemacht und wir so, ja, lässt ja Gott stoppen, lässt doch die falsche Zimmernummer. Auf einmal raus, zack, und gerade am Telefon und geht ran und Gustav natürlich vor Schreck aufgelegt. Und der Typ so völlig... Ich meine, wir haben ihn ja ein bisschen auf ein Konzept gebracht, so. Es ging dann auch gleich runter. Er hat sofort aufgelegt, guckt auf dem Fenster und sieht natürlich, die wird natürlich alle so am Fenster. Und dann hat er, weil die hatten ja Licht an, und er sofort total rumgeschrien, hat Licht, Licht aus, zack, Rollo runter. Und war total an dem Morgen, nächsten Morgen gehen wir frühstücken und dachten uns schon so, ey, wenn wir die jetzt noch treffen, wir kommen rein, die sitzen gleich prompt direkt am ersten Tisch und wir uns dann auch schön daneben gesetzt, weil irgendwer saß da schon und hat uns ein Plätzchen so reingehalten. Und das war echt falsch, weil die haben uns natürlich erkannt, weil... Wir haben auch dann erst überlegt, ob wir wieder 10 Euro unter der Tür durchschieben, ob es dann weitergeht, aber hat auch nicht funktioniert. Aber es war auf jeden Fall, wir wurden am nächsten Morgen am Frühstück total gemustert und es war total peinlich. Okay. Ja. Na, ich glaube, ihnen war es peinlicher als uns. Ich meine, er war echt eine Lachnummer. Ja. Tom wollte noch hingehen und war erst mal richtig gesagt.